Ja, das ist interessant. Grasbrunn kriegt einen Hofladen, dann der Grenzebach will ihn aufmachen. Und das schon bald. Das muss ich mal schauen. Da gehe ich hin. Und mal schauen, wie weit es sind. Eine Woche ist noch Zeit. Es schaut alles schon recht gut aus, aber es gibt noch viel zum Tor. Und wie schaut es aus? Liegt es im Zeitplan? Ja, es war schon noch ein strenger Zeitplan, aber es passt schon. Dana ist im Stress und dabei hätte ich noch so viele Fragen an sie, aber die müssen wohl warten bis zur Eröffnung. Auf dem Heimweg kann ich dann doch noch jemand fragen. Was sagst du denn dazu? Wie kriegen wir einen neuen Hofladen? Also ich finde es das toll, dass wir in Grasbrunn da so einen Hofladen kriegen. Vor allen Dingen, dass so eine junge Unternehmerin, sage ich jetzt einmal so, wie die Grenzebach einmal sich das zutraut, das alles daheim so einzurichten, den neuen Hofladen zu machen. Vor allen Dingen auch für heimische Produkte. Also ich freue mich schon drauf, wenn das eröffnet wird, und wir werden mit Sicherheit da öfters einkaufen bei ihr.